Und zwar Luft zum Frühstück. Ein Mädchen hat Magersucht. Also, ich fand das Buch so mittelmäßig. Warum, werde ich euch gleich sagen. Zuerst aber mal zur Handlung. Also es geht um Serafina. Serafina ist eigentlich normalgewichtig und ja, stellt aber bei einem Sommerurlaub fest, dass sie sich halt so dick fühlt und sieht dann auch eine Fernsehwerbung, wo eine dicke Frau gezeigt wird und denkt dann so, naja, so dick will ich nie im Leben werden und ja, sie beschließt dann halt abzunehmen. Ja, und damit fängt die ganze Geschichte halt an, dass er halt anfängt darauf zu achten, was er isst. Sie nimmt dann auch Appetitzügler, welche Abnehmpillen und Abführmittel und ja, solche Sachen halt und macht viel Sport. Und wir erfahren auch in dem Buch, dass sie in Deutschland relativ unglücklich ist und dass sie lieber in Italien geblieben wäre als Kind. Also das erfahren wir auch noch so, dass sie da eigentlich sehr traurig drüber ist, dass sie dort nicht mehr sein kann bei ihrer geliebten Oma. Und ja, da kann man vielleicht erahnen, warum sie auch vielleicht magersüchtig geworden ist. Ist. Aber im Vordergrund steht wieder mal, ja, sie sieht jemand Dickes und sie wird dann halt magersüchtig. Das war so der erste Punkt, der mir nicht so gefallen hat. Ja, weil man das in jedem zweiten Buch für Jugendliche liest und ich finde das immer nicht ganz richtig, wenn man da jugendlose Sachen jetzt nur sagt, die Mädchen sind dran schuld, dass Mädchen essgestört sind. Also das kann ich gar nicht unterstreichen. Man kriegt zwar auch in dem Buch hier mitgeteilt, dass es wahrscheinlich auch daran liegt, dass sie sich nicht in Deutschland wohlfühlt. Aber im Vordergrund steht halt, sie fühlt sich zu dick und sie nimmt ab. Und das fand ich halt so ein bisschen blöd, weil, wie gesagt, das liegt mal in jedem zweiten Jugendroman und ich finde, man sollte der Jugend auch ein bisschen mal andere Gründe aufzeigen, warum Mädchen auch essgestört werden können. Aber das ist meine persönliche Meinung. Wie gesagt, im Großen und Ganzen geht es halt in dem Buch halt darum, wo es in viele Jugendbücher geht, wenn es da um Essstörungen geht, da geht es halt darum, dass die Mädels abnehmen, dass sie ja, Abführmittel nehmen und solche Sachen. Ich meine, das stimmt ja dann, es stimmt ja auch teilweise, aber ich weiß auch nicht, mir hat es nicht so ganz zugesagt, wie gesagt, weil man es einfach zu oft in Jugendbüchern liest und ich hatte auch das Gefühl, dass dieses Buch so ein bisschen Ähnlichkeit hatte mit Dann bin ich eben weg von, ich weiß jetzt die Autorin nicht mehr, aber ich hatte es euch vorgestellt vor längerer Zeit. Also ich hatte so das Gefühl, dass es da viele Parallelen gab zu diesen beiden Büchern. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen finde ich das Buch nicht schlecht. Es hat aber viel von den Büchern, die man halt schon kennt. Also ich finde, es hat jetzt nichts Neues. Man kann genauso gut lesen, Dann bin ich eben weg. Oder, ja, mir fällt jetzt kein anderes Buch über Essstörung ein. Aber ja, es ist halt eine Geschichte, die man schon, oder die sich sehr ähnelt mit anderen Jugendbüchern. Sag ich mal so. Irgendjemand auf YouTube hat mal erzählt, wenn die Jugend von dieser Autorin diese Bücher, also dieses Buch hier liest, dann hört die Jugend auf,
magersüchtig zu werden, dann hört die Jugend auf, essgestört zu werden. Also der Meinung bin ich nicht. Ich bin nicht der Meinung, wenn die Jugend jetzt dieses Buch liest, dass dann, weil ich der Meinung bin, es hat nicht nur was mit den Medien zu tun, sondern es ist auch immer eine Familiengeschichte. Es hat oft was mit der Familie zu tun und klar kann man nicht immer ganz ausschließen, dass es auch ein bisschen an den Medien liegt, aber ich finde, dass das nicht der Hauptgrund ist. Es hat immer irgendwas mit Familien zu tun und das kommt halt in so Jugendbüchern leider sehr schlecht rüber. Klar, hier kommt ein bisschen rüber, sie fühlt sich nicht wohl in Deutschland. Aber es ist nicht im Vordergrund. Im Vordergrund ist wirklich nur, sie fühlt sich halt so dick und sie will abnehmen. Sie hat diese dicke Frau, die sie im Fernsehen gesehen hat, immer im Kopf und hat dann immer im Kopf, so dick will ich nie werden. Und ja, das ist halt der Vordergrund. Denn es wird halt wenig darauf eingegangen, finde ich, was nun wirklich dahinter steckt. Klar, sie erzählt auch oft von ihrer Oma, dass sie darunter halt leidet, dass die dann so schwer krank geworden ist und dass sie sich jetzt an fast nichts erinnern kann, die Oma von Serafina. Darauf wird auch eingegangen. Aber ich finde, im Vordergrund steht wirklich wieder dieser Schönheitswahn und es kommt wieder so rüber, als würde die Jugend deshalb magersüchtig werden. Und das finde ich, wie gesagt, nicht ganz richtig. Und ja, deshalb fand ich das Buch so mittelmäßig. Erstens, weil man so eine Geschichte schon ähnlich irgendwo mal gelesen hat. Und ja, es war halt nichts Neues. Es war halt wieder das, was man in vielen Jugendbüchern liest. Aber es kann natürlich auch sein, dass ich dafür zu alt war oder so. Aber wie gesagt, ich kann diese Meinung nicht unterstreichen von dieser einen Buch-YouTuberin, die mal gesagt hat, dass die Jugend dann aufhört, essgestört zu werden. Also das kann ich gar nicht unterstreichen und mir hat es auch nicht so gut gefallen. Also ich hätte mir aufgrund von, ja, ich hätte mir aufgrund von YouTube einfach was anderes vorgestellt. Aber ich bin, ja, wie gesagt, man hat das schon oft gehört und es war halt nichts Neues, aber ich finde das Buch, das ist schon lesenswert, aber man sollte jetzt nicht was vollkommen Neues erwarten, weil wenn man was vollkommen Neues erwartet von diesem Buch, ist man dann enttäuscht. Weil wie gesagt, es ist ähnlich wie die Geschichte, dann bin ich eben weg. Also es gab gewisse Parallelen, wo ich gedacht habe, haben die das jetzt von den anderen Buch übernommen oder was? Ja, also da gab es schon so Parallelen und das ist mir schon aufgefallen, wo ich gedacht habe, das ist doch ähnlich oder so. Also, ja, wie gesagt, man darf halt nicht was komplett Neues erwarten und dann ist das auch okay. Ja, also ich finde das Buch schon lesenswert, aber ich werde dieses Buch trotzdem verkaufen, weil ich das nicht in meinem Buchregal stehen haben muss. Deshalb werde ich dieses Buch dann auf eBay verkaufen. Es sieht so ja noch ganz okay aus, falls jemand von euch Interesse daran hat. Nur damit ihr wisst, wie es ausschaut. So, hier im Umschlag hat leider schon ein paar Macken, weil ich da mal einen Schutumschlag drum hatte, also eine Frischhaltefolie als Schutumschlag und davon von diesem Klebeschreiben hat es eben hier ein paar Macken. Aber ansonsten sieht es noch aus wie neu. Ja, und jetzt, was kostet das Buch bei Amazon oder bei Weltbild? Also bei Amazon kostet dieses Buch, diese Ausgabe von 2009, 5,59 €. Dann gibt es noch eine andere Ausgabe von 2005, kostet da gebraucht 1,50 €.
Dann gibt bei Amazon noch eine gebrauchte Ausgabe für 2,40 €. Ja, und bei Weltbild kostet diese Ausgabe mit demselben Cover von 2010 auch 5,95 €. Also relativ günstig zu haben. Ach ja, so Schrift, also das ist leider, die Schrift ist leider sehr klein. Das ist immer das, was ich an Büchern nicht so mag, so kleine Schrift, weil ich dann nicht so vorankomme und dann bin ich immer so schnell frustriert, weil ich nicht vorankomme in dem Buch und ja, deshalb schrecken mich Bücher mit kleiner Schrift ab, weil ich immer das Gefühl habe, ich komme nicht Mark, voran. Ich werde euch das wieder in der Infobox verlinken, die Bücher. Und wenn ich dann mein Buch auf eBay reingesetzt habe, werde ich euch das auch verlinken, falls jemand Interesse hat. Ich weiß aber noch nicht, wann ich das Buch reinsetze. Es kann schon sein, dass ich schon reingesetzt habe, wenn ich das Video hochgeladen habe. Aber es kann auch sein, dass das erst noch kommt. Aber ansonsten kann man dieses Buch ja auch ganz günstig über Amazon oder Weltbild bekommen. Okay, und dann sage ich mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Buchtipp. Und dann sage ich mal, das war's dann erstmal wieder von mir für euch für heute hier. Und jetzt bis zum nächsten Mal.